Ihr seht hier auf einem Farbverlauf eine Überschrift, einen Untertitel und so kleine Zeichnungen. Und nachfolgend seht ihr auch immer mal ein paar Fotos aus dem Garten. Und der Farbverlauf wird immer mal wieder abgewandelt. Hallo, ich bin Nadine von Aquasoft. Und das, was ich euch in diesem Video zeigen möchte, ist noch einmal der Farbverlauf. In der letzten Woche haben wir uns ja gemeinsam angeguckt, wie der eigentlich funktioniert, was das Handbuch dazu sagt. Und jetzt in diesem Video möchte ich euch nochmal zeigen, wie ihr einen radialen Farbverlauf erstellen könnt, wie ihr dazu Deko-Elemente, die jetzt in Diashow 12 enthalten sind, platziert und wie ihr das vielleicht auch noch zusätzlich mit euren Fotos kombinieren könnt. Ich gehe nochmal alles durch, was ihr gerade gesehen habt. Ich habe hier einmal diesen eisblauen Farbverlauf und darauf liegend diese, ich würde sie mal Olivenzweige nennen. Ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Bestimmt ist es irgendwas anderes. Darüber befindet sich dann ein Titel in zwei verschiedenen Schriftarten. Dann noch so eine horizontale Linie. Und hier bei diesem Bild habe ich es so gemacht, das ist ja ein Handyfoto. Vielleicht habt ihr auch viele Handyfotos von eurem Garten. Ich bin da mal, als die Äpfel gerade angefangen haben zu blühen, durchgegangen und habe ein Foto gemacht. Jedenfalls, falls ihr öfter mal Hochkantfotos habt, ihr müsst nicht immer den Bild-für-Bild-Effekt nehmen. Ihr könnt auch einfach mal das Bild hier so seitlich abblenden und dann diese Dekoration einfach einbinden. Und dann kommt dieser Farbverlauf im Hintergrund auch ganz gut zur Geltung. Ihr seht auch diesen Farbverlauf, den kann man so abwandeln. Eigentlich ist es ja immer der gleiche Farbverlauf, aber dadurch, dass ich da verschiedene Farben wähle, entsteht auch immer wieder ein neuer Eindruck. Und da habe ich es jetzt einfach so gemacht, dass ich einmal Frühling, Sommer und Herbst genommen habe. Aber je nachdem, was euer Thema ist, könnt ihr ja den Farbverlauf so abwandeln, wie ihr das braucht. Und wie ihr das macht und wie das geht, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Den Farbverlauf, den findet ihr in der Toolbox. Ich hatte den neulich schon mal als Favorit markiert, da ist er. Ihr könnt aber auch einfach unten in der Suche Farbverlauf eingeben. Das mache ich jetzt mal. Und dann markiert ihr euch den einfach auch als Favoriten und dann habt ihr den immer. Den ziehe ich jetzt hier mal rein. Und ich muss auch sagen, meine ursprüngliche Inspiration hierfür war dieser pfirsichfarbene Farbverlauf und den möchte ich jetzt mal mit euch nochmal nachstellen. Wichtig ist, dass ihr hier bei Form nicht linear wählt, sondern radial. Das wird dann das Kreisförmige hier. Und ihr könnt hier auch mehr Farben für den Verlauf wählen, aber ich glaube, mir reichen hier auch diese drei, die es hier schon gibt. Aber falls ihr gerne noch zusätzliche Farben haben wollt, schaut mal, wenn ihr hier unter dieser Farbskala seid, seht ihr irgendwann mal so ein Plus. Wenn ihr dann hier drauf klickt, habt ihr noch einen neuen Farbpunkt. Den könnt ihr aber auch wieder löschen. So, jetzt bin ich hier beim weißen Farbpunkt und ich schaue mal, wie ich das mache. Das soll so ein Puder-Orange, ein Pfirsich-Orange. Ich nehme jetzt einfach mal das. Jetzt bin ich hier beim Blau schon. Ich habe einfach hier raufgeklickt auf dieses blaue Feld. Und dann kann ich ja zur letzten Farbe gehen. Da gehe ich einfach jetzt mal zu diesem Pfirsichton, den ich gerade gewählt habe. Und ich möchte, dass der hier etwas dunkler wird. Also ziehe ich diesen Schieberegler mal hier ganz leicht nach links. Ich verringere auch mal gleich die Sättigung und ziehe das hier auch mal ein bisschen mehr in den pinken Bereich, aber nicht zu sehr. So, und jetzt mache ich das gleiche beim schwarzen Punkt. Ich klicke hier auf das Schwarz, gehe wieder in den Farbwähler und wähle jetzt die letzte Farbe. Das war dieser etwas dunklere Ton. Und hier mache ich es wieder genauso. Ich verringere auf jeden Fall die Sättigung, gehe mir ins Dunkle. Ja, ich glaube, da möchte ich wieder ein bisschen mehr Orange oder Gelb drin haben, aber ich will mir den Ton jetzt auch nicht ganz stark verändern. Ich gehe lieber nochmal zurück hier.
Ja, ich bin jetzt auf den vorletzten Ton quasi gegangen. Ich verringere die Sättigung wirklich nur ganz leicht. Mache es dunkler. Jetzt sieht es noch gar nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn ich kann ja noch viel mehr einstellen. Da kann ich jetzt erstmal das Wachstum einstellen. Da stelle ich jetzt eigentlich quasi ein. Ihr seht, wie groß jetzt hier dieser innere Ring ist, ne? Und da ich ja möchte, dass der Übergang wirklich ganz sanft ist und für den Betrachter kaum zu merken, kann ich hier oben nochmal bei meiner Farbskala, bei meinem Verlauf mit diesen Rauten spielen und das Ganze nochmal so ein bisschen weicher gestalten. Und so richtig sanft wird es, wenn ich hier bei dem Schieberegler für die Ringe nicht mehr einen Ring habe, sondern vielleicht nur einen halben. Also da könnte ich jetzt 0,5 eingeben. Oder das eventuell sogar noch ein bisschen reduzieren. Schaut mal. Das ist schon dieser Pfirsichton, den ich eigentlich wollte. Und ihr seht, hier oben habe ich das ja auch nochmal verändert. Ich glaube, ich werde das Äußere noch etwas dunkler einstellen, dass es ein bisschen mehr Dramatik bekommt. So, und jetzt habe ich eigentlich schon diesen Farbverlauf, den ich wollte. Jetzt komme ich nur noch zu dem Punkt. Jetzt habe ich eigentlich schon diesen Farbverlauf, den ich ursprünglich wollte, diesen schönen Pfirsichton. Was mir nur noch auffällt, ist, dass er nicht ganz glatt und weich ist. Und das kann ich ja hier unter Glättung und Dithering noch mal ein bisschen ändern. Also das ist jetzt wesentlich weicher, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt diesen Farbverlauf anschaue, finde ich, ist das schon genau dieser Pfirsichton, den ich ursprünglich wollte. Ja, und so erstellt ihr jetzt eigentlich euren Farbverlauf, wenn ihr einmal zufrieden seid mit der Aufteilung oder dem Verlauf von hell zu dunkel. Dann lasst das ruhig erstmal so und macht euch eine Kopie von eurem Verlauf. Das mache ich jetzt auch mal. Ich kopiere das einfach und füge es nochmal ein. Ich füge es mal mit Steuerung und V ein. Ich lasse jetzt alle Einstellungen so, wie sie sind. Und ändere nur noch den Farbton, um das ein bisschen abzuwandeln. Und ich denke, in diesem Fall werde ich mal so ein bisschen mehr Richtung Blau gehen. Und da spiele ich jetzt gar nicht hier irgendwo rum, sondern ich nehme einfach nur diesen regenbogenartigen Schieberegler und gehe jetzt hier ins Blaue. Und zwar einfach an einen Blauton, der mir gefällt. Das ist für mich so ein bisschen schon am Türkis, hellblau. Und ich merke mir hier einfach mal die 137 und gehe jetzt auf das mittlere Kästchen und gebe hier auch die 137 ein. Dann müsste das ein etwas dunkleres Blau sein, weniger Sättigung und so weiter. Also eigentlich alles genauso, wie ich es schon für den Orangeton eingestellt habe, bloß eben im Blau. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine, wenn ich jetzt hier auf den dritten klicke, der hier auch so grau eigentlich ist und hier auch die 137 eingebe, dann werdet ihr sehen, das unterscheidet sich nur ganz geringfügig, aber das ist wirklich so ein dunkles Blau. Ich kann das ja nochmal an einem anderen Beispiel durchdeklinieren, vielleicht wird es dann noch klarer für alle. Wenn ich jetzt hier bei diesem Regenbogenregler, ja, sagen wir mal, ins Gelbe gehe, dann ist das hier eine 33. Ich gehe auf den mittleren und gebe hier auch 33 ein. Dann seht ihr schon, das ist nicht mehr ganz dieses helle Gelb, sondern so ein bisschen schmutziges Gelb, sag ich mal. Und hier bei dem dritten, da gebe ich jetzt auch mal 33 ein. Und dann ist das schon wirklich so ein gelbliches Grau. Also ihr seht, ihr stellt es einmal ein und wenn ihr dann die Farbe ändern wollt, dann braucht ihr wirklich nur den H-Wert einmal ändern, euch die Zahl merken und es dann bei allen dreien eintragen. Und schon habt ihr immer wieder diesen schönen, passenden Verlauf, so wie ihr ihn anfangs eingestellt habt. Und ihr braucht dann nicht mehr viel rumexperimentieren oder rumändern. Das ist jetzt erstmal die erste coole Sache, die ihr euch auch gerne in die Toolbox ziehen könnt. Also alle, die ihr schon Ultimate oder die auch Stages haben, die können sich Sachen einfach in der Toolbox speichern und dann in neuen Projekten immer wieder verwenden. Wenn ihr jetzt Diashow Premium habt, dann könnt ihr euch aber auch eine Sache, die ihr öfter benutzt,
in einem Projekt speichern und dort immer wieder rauskopieren, indem ihr zwei Fenster von Diashow Premium öffnet. Da könnt ihr dann Sachen hin und her kopieren, also auch kein Problem. So, das Wichtigste haben wir jetzt eigentlich schon. Ihr wisst, wie man einen radialen Farbverlauf erstellt und ihr wisst auch, wie man ganz einfach den Farbton ändert. Und jetzt lösche ich mal hier diesen schönen gelben Verlauf und behalte meinen pfirsichfarbenen, um euch zu zeigen, wie ihr dort diese kleinen Illustrationen reinbringt. Da nehme ich jetzt mal ein Kapitel. Ich muss hier mal meine Suche löschen. Und dort ziehe ich meinen Farbverlauf rein. Das Kapitel nehme ich, wenn ich mehrere Spuren benötige. Und Spuren benötige ich immer dann, wenn ich Sachen gleichzeitig anzeigen will. Wie jetzt hier meinen Farbverlauf und die Dekorationen. Die Dekoration, die findet ihr in der Timeline. Und zwar unter Dekoration einfarbige Elemente. Und ihr hattet ja bei mir jetzt diesen Zweig gesehen. Der heißt dann wahrscheinlich bei euch auch Blume 49 und Blume 50, genau. Also wenn ihr das gleiche nehmen wollt, wie ich im Intro gezeigt habe, dann ist das Blumen 49 und Blumen 50. Aber ich glaube, ich zeige jetzt nochmal was anderes, und zwar Blumen 52 und Blumen 53. Ich ziehe das erste hier mal rein. Ihr seht ja, das ist weiß. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn ich zeige euch auch gleich, wie ihr das ändern könnt, theoretisch. So, und wir ordnen das jetzt erstmal so an, dass wir oben und unten einen Raben haben. Und wir brauchen das eigentlich nur für die obere Seite machen. Ich verdopple mir das hier mal. Ich habe die Steuerung-Taste festgehalten und es dann nochmal nach unten gezogen. Jetzt ist es doppelt. Damit es etwas schöner aussieht, kann ich das jetzt auch spiegeln. Da gehe ich hier auf das Pinselsymbol. Ja, wenn ich auf das Pinselsymbol gegangen bin, dann öffnet sich ja der Bildeditor. Und auch alle, die hier schon Premium haben, können das nutzen. Die können das einfach auch spiegeln. So, seht ihr das? Sieht dann ein bisschen besser aus. Man muss es ja nicht exakt symmetrisch machen. Ich finde, gerade bei diesen Blättern sollte es durchaus ein bisschen chaotischer aussehen. Und jetzt nehme ich nochmal hier so ein anderes Blatt. Das heißt Blumen 53. Das mache ich mal ein bisschen kleiner. Kopiere ich mir auch wieder mit gedrückter Steuerung-Taste. Und dann spiegel ich das Ganze auch wieder hier im Bildeditor. Ich muss mir das noch so ein bisschen zurechtdrehen. Für welche, die ganz viel Lust haben, rumzuklicken, die können das auch gerne nochmal mit Bewegungsfahrten animieren. Aber ich habe das jetzt so gelassen. So, sagen wir mal, das ist jetzt fertig. Ach, vielleicht ziehe ich hier noch eine Blume rein. Einfach, weil es so schön ist. So, ihr seht jetzt, bei mir ist wirklich viel los. Es sind ganz viele Objekte in die Timeline gewandert. Und alle, die Diashow Ultimate und Stages haben, können jetzt Folgendes machen. Ich klicke mal das erste an und dann halte ich die Steuerung-Taste gedrückt und klicke nacheinander mal alles an hier. Und dann verpacke ich das hier in eine Flexi-Collage. Die jetzt Diashow Premium haben, die ziehen sich einfach eine Flexi-Collage hier aus der Toolbox in die Timeline und ziehen dann die Objekte dort rein. Also man spart sich quasi einen Arbeitsschritt. Ja, und alle, die Stages haben, sparen sich natürlich noch mehr Arbeit, denn die könnten jetzt ja alles automatisch untereinander anordnen. Aber so viel Zeit muss sein, das kriegen wir hier auch noch manuell hin. So, wenn ich jetzt alles untereinander in der Flexi-Collage angeordnet habe, dann kann ich die einfach mal einklappen und sehe hier schon schön alles und könnte das jetzt auch gemeinsam hier bewegen. Brauche ich aber gar nicht. Ich mache mir jetzt erstmal eine Kopie dieser Flexi-Collage, und zwar halte ich wieder die Steuerung-Taste gedrückt und ziehe das hier nach unten. Und alles, was ich jetzt tun muss, ist eigentlich nur, das hier zu drehen. Und dann habe ich sowohl von oben als auch von unten meine schönen Blumen und Blätter. Das Weiß dieser Dekorationselemente ist natürlich sehr auffällig. Das sticht schon ziemlich ins Auge. Und wer jetzt möchte, dass diese Elemente einfach eine andere Farbe haben, kann das nochmal in einen Effekt
stecken. Das ist der Farbeffekt. Den ziehe ich hier mal aus der Toolbox in die Timeline. Und dort kann man jetzt einfach diese beiden Flexi-Collagen mal untereinander einfügen. Und jetzt seht ihr schon, das ist hier gefärbt. Ihr könnt hier auch die Farben variieren, wie ihr wollt. Und ich denke, hier würde ein etwas dunklerer Farbton, der so ein bisschen auch das Pfirsichfarbene wieder aufgreift, ganz gut passen. Hier mit der Transparenz, also mit dem Schieberegler, der beim A zu finden ist, könnt ihr das auch so ein bisschen abmildern, dass es wirklich nur so ganz dezent zu sehen ist. Also ja, macht das, wie ihr möchtet. Und zu guter Letzt könntet ihr jetzt hier noch einen schönen Text einfügen. Ich klaue mir einfach mal den. Da fand ich es eigentlich ganz gut, wenn dieser Text weiß ist. Und für die horizontale Linie, da habe ich einfach nur das Rechteck genommen, das ihr hier bei den dynamischen Formen auch findet. Das ist ja erstmal vollflächig und dann habe ich es mir hier einfach nur zu einer ganz schmalen Linie gezogen. Und ich finde, das hat dann gleich so ein bisschen was Professionelleres, Edleres. Und jetzt könntet ihr diesen Farbverlauf und auch die Gestaltungselemente immer weiter beibehalten. Zieht ihn einfach so lang, wie ihr ihn sehen möchtet und holt euch dann eure Bilder. Jetzt hier zum Beispiel diese wunderschönen Blümchen. Die blende ich mal mit einem Alpha-Blending ein. Und was ihr auch machen könntet, ihr könntet jetzt die Dekoration auch stehen lassen. Die könnt ihr auch verlängern. Das ist ein bisschen tricky. Müsst ihr halt nochmal alle Ornamente verlängern. Macht es einfach so. Ihr könnt ja auch erstmal das erste anklicken, dann die Umschalttaste gedrückt halten und dann das letzte. Und dann zieht ihr einfach alle gleichermaßen ein Stück länger in der Timeline. Dann könnt ihr das Ganze auch wieder zuklappen. Und ich zeige euch das gleich mal. Ich aktiviere hier mal die Live-Vorschau. Dann seht ihr, dass hier die Ornamente das Bild überlagern. Ich muss jetzt mal zugeben, dass dieses Bild nicht besonders gut dafür geeignet ist. Aber dieses hier mit einem helleren Hintergrund kann schon durchaus davon profitieren, wenn da noch so ein paar Elemente drin sind. Aber das ist auch nur eine Anregung. Eigentlich sollte es ja um den Farbverlauf gehen. Und ich hoffe, das könnt ihr gebrauchen oder verwenden. Und bestimmt findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr diesen Farbverlauf abwandeln könnt. Denkt immer dran, man muss den Farbverlauf nicht unbedingt als Hintergrund nehmen oder vollflächig einsetzen. Man könnte ihn zum Beispiel auch einfach nur so als Kästchen oder sogar vielleicht als Bauchbinde für eine Beschriftung benutzen. Da müsst ihr einfach mal gucken, was für euch gut passt. Ich hoffe jedenfalls, es ist für euch nützlich und ihr könnt es gebrauchen. Ich finde, es macht viel Spaß, damit herum zu experimentieren und immer wieder neue Farben für Verläufe zu finden. Und es ist auch etwas, was Leute benutzen können, die ja schon Premium haben. Da sind ja die Möglichkeiten manchmal etwas eingeschränkt. Aber ich finde, es gibt immer wieder Mittel und Wege, auch da kreativ zu werden. Es kam mir auch neulich die Frage, ob ich nicht etwas machen könnte, das auch an Diashow Premium geht. Da kommt sicherlich in nächster Zeit noch mehr. Und wenn es in eine bestimmte Richtung gehen soll, dann schreibt mir auch gerne, was ihr euch da wünscht. Das nehme ich dann gerne mit auf. Wenn ihr es denn sehen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Bis bald. Tschüss.